Was für ein Kampf. Was haben wir denn da? Du hast das Wurzelfossil gefunden. Wenn du das Fossil nimmst, versinkt das andere im Sand. Ha. Das Clownfossil. Also wir können nur eins nehmen. Das andere versinkt dann. Ich kann mir nicht einfach beide nehmen. Ein bisschen unlogisch, aber komm, wir nehmen uns das Wurzelfossil einfach mal. So ähnlich wie bei Pokémon Rot und Blau oder Feuerrot und Blattgrün, seht ihr es, wie es wollt, oder Gelb, können wir uns von zwischen eins von zwei entscheiden. Nur diesmal wird argumentiert, dass das andere dann einfach verschwindet. Ja, und weg ist es. War das eben schon hier? Naja. Weil dann habe ich es eben übersehen irgendwie. Ist hier irgendwo? Irgendwas ist hier? Ah, ein Beleber. Irgendwie stehe ich schräg. Ich weiß gar nicht mehr, wo es genau jetzt war, aber es war halt da. Ach, da bin ich echt langsam dran. So, gehen wir mal hier runter. Ja, hier ist ja so viel los, ne? Da ich immer Angst habe, was übersehen. Aber hier ist noch ein Trainer. Mann, bin ich neidisch auf dein Wissen lassen. Ich habe nämlich Sand in die Augen bekommen. Jetzt muss ich schreckliche Schmerzen erdulden. Boah, wie das klingt. Jetzt hat man den alle Arme abgehackt. Georg. Der ist bei mir vorne. Ach ja, weil man eigentlich gut. Wenn ich zuerst angreifen darf, dann zerstöre ich ihn, glaube ich sogar. Ach, scheiße, seine Fähigkeit. Ah, dafür kriege ich jetzt was ab. Scheiße, der hat echt wegen seiner Fähigkeit gewonnen. Das gibt's ja nicht. Okay, dann Junglut. Ich könnte alles einsetzen, aber machen wir mal Doppelkick. Der hat einfach vier Arme, ey. Voll krass. Ich meine, die spätere Entwicklung von Georock. Geowatz, die hat wieder nur zwei Arme, so. So, wo war ich denn jetzt? Ich war ja auf der Suche nach irgendwie ein Item hier. Hier lang? Da lang. Ah, AP Plus. Oh, das ist nützlich. Das ist sehr nützlich. Direkt noch mehr hier. Protein. Da ist direkt noch mehr irgendwas Itemmäßiges. Hier? Oh. Da. Sonderbomber. Boah, ich krieg ja voll die Sachen. Richtiger Archäologe. Erst war ich Pirat auf dem Meer. Jetzt bin ich Archäologe, der einfach Schätze findet. Schutz, ja, direkt normal einsetzen natürlich. Da ist ein Trainer. Ich habe Angst, dass ich Sachen übersehe hier so, ne? Also so. Oder Menschen, gegen die man kämpfen kann, so. Wo ist denn jetzt was? Da. Sternstaub bringt auch nochmal Kohle ein. So, jetzt habe ich noch zwei Trainer hier gesehen. Oh, drei. Okay. Mensch, juckt mir der Sand in den Augen. Hätte ich bloß mein Wüstenglas so dran gedacht. Aber übrigens, ich habe gehört, dass im Wüstensand manches Fossil verborgen sein soll. Hast du vielleicht eine Idee, wo genau kämpfen wir? Ich meine, das ist so der Dialog eines normalen Menschen, also so normalen Passanten so gewesen, so Smalltalk, aber dann folgt so ein Kampf hinter. Tuska. Ein, ja, Wüsten-Pokémon, so Kaktus-Pokémon, ne? Aber ist, oder wird, wie wert ab? Scheiße. Halt so ein Undicht-Pflanze-Pokémon, also ist jetzt, glaube ich, nur Pflanze, aber kriegt trotzdem keinen Dings ab. Ich weiß nicht, was für ein Typ er hat. Es kriegt auf jeden Fall keinen Schaden durch Wüste, also durch Sandsturm. Irgendwie. Okay, und Jungblut wird auch stärker. Versucht Protzer zu lernen. Oh, nett, aber will ich nicht. Oh, meine Augen jucken wie verrückt. Im Kampf habe ich auch verloren. Ich werde echt vom Pech verfolgt. So, dann gucken wir mal. Na, den tun wir da nach vorne, ne? So, da waren ja noch mehr. Du zum Beispiel. Kämpfst du nicht? Ich weiß. Du willst mir zeigen, was du eine Leidenschaft für alle Arten von Brillen hast. Stimmt's? Das brauchst du mir nicht extra sagen. Okay. Kein Kampf. Mit der Schutzbrille kannst du dich vor verschiedenen Sachen schützen. Meine Brille sieht zwar aus wie eine normale, aber in Wirklichkeit ist sie eine Schutzbrille. Was kann ich denn mit einer Schutzbrille machen?
Diese Brille schützt ihren Träger nicht nur vor wetterbedingten Schaden, sondern auch vor vielen Attacken, bei denen Puder eingesetzt wird. Zum Tragen. Könnte taktisch vielleicht schlau sein für ein Pokémon, aber ich meine, meine Items, die ich ja sonst habe, sind besser. Hey du! Seit 30 Jahren suche ich nach antiken Ruinen. Sandstürme sind mir mittlerweile so vertraut, dass ich meine Augen nicht mal mit einem Wüstenglas schützen muss. Und einen wie mich willst du allen Ernstes herausfordern? Ja. Ja, das will ich. Hm, wie das schon aussieht. Wie ein rüdiger Pupanzer. Okay, unser erster Kampf mit Gardevoir. Leider ein bisschen geschwächt. So, Pupanzer ist ein Pflanze, nicht Pflanze, Boden Pokémon und Psycho. Ich glaube, ich mach mal Diebeskuss. Das zieht ganz gut was ab und heilt mich dann halt so. Das war so der Hintergedanke. Wow, schwach. So, ich hoffe, jetzt ist Gardevoir nicht mehr so ein Pokémon, was durch jeden Scheiß einfach kaputt geht, sondern auch mal so einen Kampf durchhält. Also zumindest habe ich da jetzt neue, hohe Erwartungen daran. Außerdem ist es auch eins meiner Lieblings-Pokémon. Also freue ich mich natürlich umso mehr, das zu besitzen jetzt. Sandama, okay, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Denke ich. Aber wir wechseln mal auf Zauberblatt. Oh yeah, okay. Ja toll, jetzt vergräbt er sich. Ich glaube, ich muss das einfach aussetzen. Ich habe keine Attacke, die... Obwohl, ich kann ja Doppelteam einsetzen. Stimmt, ich kann ja Doppelteam. Selten. Stimmt, ich glaube, das letzte Mal hat es mir in der ersten Arena was gebracht. Er trifft nur leider trotzdem. Hätte ja sein können. Immer auch besser als eine Attacke ins Nichts einzusetzen. Ja, dann nochmal Diebeskuss. Vielleicht die letzten paar KP so zurückzuholen. Sollte ja wenig sein. Aber 10. 10 KP sind 10 KP. Damit ist etwa einmal Sandsturm abbekommen oder ein bisschen mehr sogar. Hm, all die Jahre habe ich nach Ruinen gesucht, aber nicht nach starken Pokémon. Das ist aber gemeint seinen eigenen gegenüber. Schämlich, alter Mann. Ach ja, den hatte ich ja schon. Hier ist so eine... Achso, hier laufe ich einmal so im Kreis rum. Okay, ich verstehe. Ich glaube, die Wüste endet auch gleich, oder? Sieht mir eigentlich schon nach Ende. Oh, nein. Sandsturm, natürlich. Was denn auch sonst? Also, die Wüste sollte eigentlich schon gleich hier zu Ende sein. Nur ich glaube, sie endet irgendwo links. Ja, einmal Schutz noch einsetzen. Ich muss mir dringend neue dann kaufen. Wo geht's denn hier wieder raus? Links, oder nicht? Hier? Ja. So, und jetzt bin ich auf der Route. Also praktisch hat die Wüste ja zwei Eingänge. Oder einen Eingang, Ausgang. Seht es, wie ihr wollt, ne? Jetzt sind wir hier wieder zurück im Malmfrost City. Und von aus können wir jetzt nach Osten reisen. Und dann kommen wir wieder da an, wo wir damals... Oh, einen Granitstein kriegt. Ist das nicht ein bisschen hochwertig, dieses Item? Was ist denn das? Ich habe ja anscheinend schon eins. Versteckt Bodenattacken. Gesteinattacken. Jetzt habe ich zwei davon. Ja, cool. Auf jeden Fall kommen wir dahin zurück, wo wir eigentlich hinreisen wollten, nachdem wir also ursprünglich und dann Troy begegnet sind und der uns Latios angeboten hat. Nicht er, aber wir Latios bekommen haben. Ihr erinnert euch ja noch. Da war eine Menge. So, und jetzt heilen wir uns. Ja, ja, ja. Aber sicher doch. Okay, schickes Pokémon-Team. Also wir haben jetzt offiziell ein ausentwickeltes Pokémon. Mit Gardevoir. Okay, und Latios kann sich ja nicht entwickeln. Und dann haben wir noch, naja, ein paar halbentwickelte oder noch gar nicht entwickelte. Valmar und Stollen, ja. Gibt es hier vielleicht ein paar Top-Schutz? Ja, okay. Direkt mal 99 davon kaufen. Nee, eigentlich reichen schon so. Jetzt haben wir mal 18, dann haben wir 20. Ich wollte mich noch mal ganz kurz umgucken. Hier gab es doch diese ganzen Läden so, wo man irgendwelche teuren Sachen kaufen konnte. Das wollte ich mir noch mal anschauen. Moment, ich gehe mal vom Fahrrad runter, sonst bin ich einfach zu schnell unterwegs. Ach ja, so ein Band. 18. Ich kaufe das, so blöd das klingt. Ich weiß...
Okay, wieso habe ich jetzt Stollhühner das Band gegeben? Ich habe mir das gar nicht mal ausgesucht. Was kann jetzt so ein Band? Sieht wahrscheinlich nur schick aus. Nur weil es an erster Stelle ist, kriegt es das Band. Außergewöhnlich schönes und extravagantes Band. So ist es nun mal. Hat 10.000 gekostet, aber nix so teuer wie mein Pokémon. Königliches Band. 100.000. Ich weiß echt nicht, wofür so ein Band gut sein soll. Hinreißend königliches Band. So viel Geld werde ich, glaube ich, nie haben. Aber da war ja noch mehr so. Ich meine, die sind ist einfach nur schwarz. Der nicht auch was? Ach ja, Pokémon, das war auch nichts für mich. Spiegel. Nein, ah. Okay, wartet. Da war ja noch ein Laden. Irgendwo, wo ich... Konnte ich nicht... Was konnte man denn noch kaufen? Soll ich Stollen durchkneten? Ja, viel Spaß mit Nudelholz. Ein Stahlgestein-Pokémon. Okay. Ja, war ja nett. Hat auch nichts gekostet. War da nicht nur irgendwo was, wo man... Na klar, konnte man ja auf jeden Fall noch mehr einkaufen, nur... Okay, der zu einfach. Die Spielhalle wurde geschlossen. Danke für Ihre Treue. Ach, es gibt keine... Wisst ihr, warum es keine Spielhalle gibt? Weil... Das hat sogar einen Grund. Au, Moment. Kaffee, Ohrenschmaus. Ich habe schon vergessen, was hier alles ist. Ich gucke jetzt aber noch... Ach ja, das hier. Nichts Besonderes. Die Spielhalle gibt es nicht mehr, weil... Seit Pokémon Platin... Bei Diamant und Perl noch nicht, aber seit Platin... ist verboten, also ist es verboten seitdem, sowas wie, hier, Casino-Spiele in diesem Spiel mit einzubeziehen. Weil es als Glücksspiel gilt und die Kinder, keine Ahnung, davon glücksspielabhängig werden können, heißt das. Finde ich richtig bescheuert, deswegen gibt's das auch nicht in diesem Spiel. Eine besondere Attacke? Was kannst du ihm denn beibringen? Feuersäulen? Was sind Feuersäulen? Nur mal gucken. Wow. Angriff mit Feuersäulen. Pflanzsäulen kombiniert, steigt die Wirkung. Wird aus einem Meer aus Feuer. Hat Stärke 80, das hat nur Stärke 50, aber dafür ist ja tendenziell. Ja, weiß ich nicht. Jungblut mehr so mit. Nicht speziellen Attacken, sondern physischen Attacken besser drin. Aber das macht schon einen Unterschied. Also, dass das 30 mehr Stärke hat. Ich. Bring das dann trotzdem bei. Weil ich. Nitro-Ladung war sowieso immer so ein bisschen schwach. Also, ich weiß nicht, warum er mir das jetzt beibringt. Und anscheinend würde ich das mit Pflanzensäulen auch beibringen. Okay. Was, glaube ich, niemals passieren wird. Wahrscheinlich in so einem Doppelkampf. Ja, aber. Nett. Bin ich mal gespannt auf diese Attacke. War hier links auch noch? Nee, da ist nichts mehr. Tanzunterricht. Okay. Ich kann ihm anscheinend nichts beibringen. Irgendjemanden. War das nicht das Haus, wo ich besiegt wurde einmal? Warte, ich will dieses Schild lesen. Ah, oh, lass mich dieses Schild lesen. Komm schon, les. Umkehrkampfservice. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich kann viel Geld verlieren, wenn ich... Ne, das sind meine... Ah, scheiße. Komm schon. So, wenn ich jetzt 60.000 Poké-Dollar besitze, dann müsste ich wahrscheinlich ein Zehntel abgeben, wenn ich verliere. Aber ich weiß es nicht. Ich würde es mal trotzdem probieren wieder. Ach ja, nichts effektiv wird sehr effektiv und andersrum. So war das. Und der hat mich letztes Mal voll fertig gemacht. Mal sehen, ob der es doch mal kann. Naja, ist ja ein paar Level unter mir und ich bin ja mit Eisenschädel eigentlich neutral. Er ist zurückgeschreckt, aber der kann sich heilen. Hat der Überreste oder was? Giftschleim. Huh. Gut, er ist jetzt ein paar Level unter mir, ne? Dadurch, dass ich ganz viel woanders noch trainiert habe. Vielleicht kann ich ja diesmal den Kampf dann doch an mich reißen. So, das erste ist schon mal besiegt. Ich kann mich auch nicht mehr so weit erinnern, das ist ja schon lange her, da ich... den Kampf gemacht habe gegen den, also was er für Pokémon hatte und so. Ich war mal gegen Knilz, das ist eine ausgezeichnete Wahl. Zumindest in diesem Kampf, ne?
ein Knilz. Und wir surfen auf Knilz. Yeah. Boah, also jetzt ist der Kampf sogar recht einfach. Ich habe halt genug Training, denke ich. Und Ninja Tom. Oh. Scheiße, das ist dieses Geist-Pokémon. Wie halte ich... Doch, den halte ich auf, indem ich sehr effektive Attacken einsetze. Und das kann ich mit. Sonst kann ich ihn nicht besiegen, wegen seiner Fähigkeit Wunderwache. Aber das ist ja... Nein, es ist ja... Boden. Ah. Okay, ich muss... Was passiert jetzt? Er ist verschwunden? Boden... Ich weiß nicht mal, was ich einsetzen soll jetzt. Ich mach mal... Ich habe keine Ahnung, weil... Okay, das war nicht nett. So, ich kann ihn nur aufhalten mit einem Pokémon, was eine sehr effektive Attacke drauf hat. Aber umgekehrt. Es ist ja Käfer... Käfergeist. Das heißt... Was ist denn gegen Käfergeist schlecht? Was aber dann wieder gut... Ich habe eine andere Idee. Ich setze Roselia ein. Boah, was für ein verrückter Kampf. Irrlicht. Und dann setze ich Egelsamen ein. Das sollte doch denselben Effekt haben. So, ich mache den Egelsamen. Gut, der macht Doppelteam. Sei es drum. Aber wenn ich es euch jetzt richtig gemacht habe, kriege ich jetzt, ja, ein KP hat das Pokémon ja insgesamt. Ja, und den habe ich denn jetzt so auf die Art und Weise dann abgezogen. Indirekt. Okay, so löst man das. Dass jemand die Umkehrmaschine gemeistert hat, ist für ihren Erfinder die größtmögliche Ehre. Nicht übel. Du verstehst das Prinzip des Umkehrkampfes. Hier, das schenke ich dir. Und zwar in dreifacher Ausführung. Zitrubeeren. Drei Stück anscheinend. Ich weiß es nicht. Okay. Das war's? Achso, ich kann es einmal pro Tag anscheinend machen. Hm. Ja, ich glaube, erstmal reicht mir so eine einmalige Anwendung. Was war das Weiße Haus hier nochmal? Na gut, das Weiße Haus. Nicht wirklich. Mein Kampf ist hier analysiert. Ach, Quatsch. Nee, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich glaube... so interessant ist das, denke ich, dann doch nicht. So, wollen wir da nach vorne. Vielleicht noch einmal heim, bevor ich... Ja, aber da waren doch noch irgendwelche Läden, wo ich irgendwas teuer kaufen konnte, oder? Oder war es das? Schon. Ne, folgendes. Wo war denn dieser... Wo bin ich denn jetzt hingelaufen? Ach, da. Wo war denn... Ich glaube, wo war denn dieser Laden, wo man TMs überall kaufen konnte? Das war, glaube ich, nicht mal hier, oder? Das war, glaube ich, in Graffitport City. Na gut, ist jetzt auch nicht so dringend, aber... Würde mich aus Prinzip schon interessieren, die alle einfach zu kaufen, so. Das für so eine Art Sammlung. Aber ich denke, das mache ich dann irgendein andermal. Also ich glaube, das war dort, wo man die alle kaufen konnte. Und dann sammle ich 999.999. Wie peinlich, ey. Ich kann es gar nicht. Poké-Dollar. Kann mir ja irgend so ein Band kaufen dann. Ja. So. Ich würde sagen, dann machen wir auch im nächsten Part weiter. Ich will jetzt nur ganz kurz an diese Stelle zurück, genau dahin zurück, wo ich dann unterbrochen habe und ganz viele andere Sachen gemacht habe. So, dass wir vergessen haben, worum es hier überhaupt geht. Aber jetzt bin ich wieder genau hier. Wir sind... Ja doch. Irgendwie hier stehen geblieben. Und hier machen wir nächstes Mal weiter. Nach ganz vielen, ich weiß nicht mal wie vielen Parts... Naja, ihr wisst schon, was alles passiert ist, ne? Alles Mögliche. Aber jetzt geht die Reise genau hier weiter. Keine Umwege mehr. Also, im nächsten Part, ja, ich meine, bis zum nächsten Part. Schaltet wieder ein am besten. Ne? Okay, danke fürs Zuschauen. Ciao.